Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Buchrezension. Und ich weiß, dass es diese Woche schon eine Buchrezension gab, was uns aber nicht davon abhalten soll, dass jetzt noch eine kommt. Denn ich habe Harry Potter und der Halbblutprinz ausgelesen. Und ja, was ich von dem halte, das erfahrt ihr gleich. Wie eben schon gesagt, geht es um Harry Potter und der Halbblutprinz. Neue Variante, alte Variante. Die habe ich gelesen. Und ja, tatsächlich, wenn man sich die beiden Cover so anguckt, sie sehen sehr unterschiedlich aus. Ich glaube, ich bin auf die anderen Bücher gar nicht so extrem eingegangen, aber ich finde, hier ist es extrem anders. Also hier ist es ja eine Höhle mit in der Harry Potter mit Dumbledore ja auf etwas zuschifft, sage ich jetzt mal hier hinten. Und bei dem Teil ja, haben wir hier auch halt Wasser und eine Klippe. Aber ja, hier oben ist es doch nochmal sehr, also insgesamt ist es doch nochmal anders gestaltet. Also man sieht hier Malfoy, man sieht Ginny Weasley und hier oben Harry Potter und ein ominöses Buch tatsächlich. Und um dieses ominöse Buch geht es in diesem Buch. So grundsätzlich ist ja über diese vielen, vielen Bücher klar geworden, dass Voldemort an Macht zurückgewinnt und er auch immer stärker wird und immer mehr halt zurückkehrt. Und auch in diesem Teil wird das halt immer klarer und ja, per se erfährt Harry in diesem Teil auch sehr, sehr viel über den dunklen Lord und bekommt dabei auch Hilfe von Dumbledore. Er gibt ihm halt Unterstützung, das, was geschehen ist, zu verstehen. Und wenn hier im Hintergrund übrigens irgendwas rumrauscht, das ist meine Waschmaschine, müssen wir jetzt mal kurz mit leben. Aber ich will diese Buchrezension gleich irgendwie ja, drehen, damit mir nicht die Hälfte des Gelesenen wieder ja, abhanden kommt. Obwohl ich sagen muss, ich, ja, tatsächlich habe ich es gerade erst ausgelesen und mir ist auch nur noch der Schluss so wirklich im Kopf geblieben. Also ich tue mir mittlerweile wirklich sehr, sehr schwer mit dieser Reihe. So spannend, wie ich das Buch auch fand. Also ich habe das jetzt relativ schnell durchgelesen. Aber ich merke, es catcht mich halt nicht. So, jetzt musste ich doch mal kurz unterbrechen, weil meine Waschmaschine so laut war. Zum Buch nochmal. Ich muss sagen, ich fand den eigentlich spannend, aber ich konnte mir nichts aus diesem Buch großartig merken. Weil ich glaube, so den Inhalt dieses Buches hätte man auch auf 300 Seiten packen können. Also es ist halt, es zieht sich für mich halt durch, es ist mir zu viel drumrum. Also zu viel Gedönse drumrum. Und ich freue mich, den letzten Teil bald anfangen zu können, wenn ich ihn denn dann hier habe. Aber ich bin dann auch froh, wenn es vorbei ist. Also es kommt ja jetzt nur noch das eine Buch, nämlich dieses, also die Heiligtümer des Todes. Und so grundsätzlich weiß ich, wie Harry Potter endet. Von daher wird das jetzt nicht so eine Überraschung sein. Aber tatsächlich bei diesem Buch muss ich sagen, das Ende kam unerwartet. Also zumindest für mich. Da merke ich halt, ich bin kein wirklicher Potterhead. Und das Ende kam unerwartet, weil irgendwie hatte ich da andere Erinnerungen an die Filme, die ich einmal gesehen habe. Aber ja, das Ende kam tatsächlich jetzt unerwartet und ich bin jetzt gerade so gecatcht, dass ich sage, na, ich will es weiterlesen. Ich will, ich will, ich will. Und habe das Buch jetzt natürlich leider nicht hier, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ja. Ich will auch gar nicht, also ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute Fan von diesen Büchern sind. Und das
Hat wahrscheinlich alles seine Berechtigung, aber für mich ist es halt nichts. Es ist schön, das einmal gelesen zu haben, um für mich einmal zu sagen, ich habe es gelesen, aber ja, dann dürfen sie wunderschön bei mir im Schrank stehen. Genauso wie die Blu-ray-Reihe da hinten im Schrank. Aber das wird definitiv nichts, was ich nochmal lesen werde. Also dafür sind sie mir wirklich zu langatmig. Obwohl, wie gesagt, ich bin halt wirklich zwiegespalten bei diesem Teil, weil eigentlich ist er total spannend, er ist total düster, was voll und ganz meins ist. Also wenn ich mir hier so meine Fitsex und so angucke und meine ganzen Krimi-Thriller-Reihen, eigentlich wäre das ja total meins, irgendwie so dieses ganze Dunklere und Düstere, aber irgendwie, nee. Es ist mir halt zu viel Geschnörkle, es ist mir zu viel drumrum und ja, ich habe jetzt wieder mehr erfahren, aber ich sag mir halt auch so, nee, ist halt nicht meins. Ja. Also von daher, ich glaube, jeder, der Fan ist, kann meine Aussage nicht so verstehen. Wer es noch nie gelesen hat, wird sich wahrscheinlich denken, sollte ich das mal tun? So grundsätzlich würde ich sagen, ja, lest es einmal und guckt, ob es was für euch ist. Weil ich glaube, den einen catcht das total und den anderen, bei dem anderen wird es wie bei mir sein und der wird sich sagen, ich lese es jetzt einmal und dann ist es in Ordnung. Ja, so grundsätzlich auch so, also ich switche jetzt immer mal zwischen den beiden Varianten vom Zeigen her. Der Halbblutprinz kommt in diesem Buch, in diesem mysteriösen Buch halt vor und auch das klärt sich natürlich erst am Schluss, wer der Halbblutprinz ist. Wusste ich tatsächlich auch nicht mehr. Ich dachte eigentlich, ich wüsste, wer es war, aber ich lag dann falsch. Und ja, also die Geschichte ist schon spannend. Aber es ist, das zieht sich halt für mich so durch, dass ich mir halt so denke, es sind Schüler. Also selbst in der magischen Welt, es sind Schüler. Und ich verstehe es nicht. Es ist mir wahrscheinlich zu, also da bin ich wahrscheinlich mittlerweile wirklich so vernünftig, dass ich sage, nein, bin ich hier raus. Von daher, ich glaube, das ist auch so das Problem mit den Büchern zu diesem extrem verschnörkelten und dem detailreichen. Es ist nicht meins. Also einerseits fehlt mir halt dieses Verständnis dafür. Also mich da so wirklich reinfallen zu lassen, so vom Kopf her, um zu sagen, okay, es ist halt ein Fantasy-Roman und das muss nicht sein, wie es halt in echt ist, aber andererseits denke ich mir halt so, ist mir ein bisschen zu viel Fantasy. Wie gesagt, ich bin wahrscheinlich zu alt, um dass ich die das erste Mal lese. Ich glaube, das Problem liegt wirklich daran, dass ich zu alt bin, wo ich die jetzt halt das erste Mal lese. Und ja, wie gesagt, also ich fand ihn spannend, würden aber auch weiterhin nicht ein zweites Mal lesen. Also so viel kann ich sagen und ja, habe den jetzt durch und überlege jetzt gerade, ob ich noch ein Buch dazwischen schmeiße, weil ich erst am Donnerstag, also in 4 Tagen, den nächsten Teil bekommen könnte. Ist halt die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht? Oder mache ich jetzt eine lesefreie Zeit, obwohl das überhaupt nicht geht? Von daher, ich werde wahrscheinlich irgendein kleines Büchlein anfangen, was ich in ein paar Tagen durch habe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke trotzdem mit dem nächsten Potter, auch wenn ich das Buch, was ich eventuell dazwischen schiebe, vorher noch drehen werde. Aber ich werde definitiv die Potter-Reihe, was die Videos angeht, jetzt so beenden. Es kam ja jetzt noch mal ein Buch dazwischen und die nächste Buchrezension wird definitiv der letzte Potter werden. Damit wir dann auch alle mal einen Abschluss zu dieser Reihe hier finden. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bis zum nächsten Mal und habt bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit.